Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, in diesem Video soll es um den Bildumwandler gehen hier von KiCad. Ich kann also Bitmaps zu Bauteile umwandeln. Das kann ich einmal als Symbol machen, ich kann das als Footprint machen, ich kann es auch als PostScript-Datei oder als Zeichnungsblatt importieren. Ich zeige das mal, ich habe jetzt hier so ein Symbol mal runtergeladen als BNG. File, das hat 300 Pixel mal 300 Pixel. Ich gehe dann also hier auf Bitmap laden, lade mir das rein. Ich kriege hier noch die Warnung, dass das Farbprofil nicht ganz passt, aber das soll an dieser Stelle mal nicht weiter stören. Wir sehen dann hier die Größe in Millimetern, also das ist jetzt 80 x 80 mm, die möchte ich natürlich nicht so groß haben. Ich mache das jetzt hier mal kleiner, indem ich das jetzt hier lösche. Und ich gebe mal an 20 mm. Das reicht mir eigentlich aus im Schaltplan. Ich könnte natürlich auch das Seitenverhältnis getrennt anpassen. Also es ist jetzt gesperrt. Es bleibt jetzt hier 20 auf 20 im Verhältnis. Ich kann das natürlich auch hier entsperren. Dann könnte ich jetzt hier auch ein anderes Verhältnis eingeben, wenn das nötig ist. Man sollte natürlich wissen, was man tut, gerade beim Importieren von Footprints. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die sollten natürlich wirklich in der Größe exakt so sein, wie sie denn auch in Realität sind. Denn ich muss ja dann wirklich auch meine Pads genau so setzen, dass sie dann entsprechend korrekt sitzen. Da sollte ich dann auch entsprechend sauber nachmessen. Ich mache das jetzt hier mal mit dem auf Symbol und ich sage Export in Datei. Ich lege die auch gleich mal hier auf dem Schreibtisch ab und ich mache mal hier Opto Test. So. Kann ich das jetzt hier mal speichern. Wir sehen, jetzt wird hier so eine KiCad-Symboldatei angelegt. Ich kann die mal öffnen. Wir sehen, die ist schon von Haus aus sehr, sehr groß, weil hier wirklich jeder einzelne Punkt wird jetzt hier als wird jetzt hier abgebildet. Die hat also schon 17 Kilobyte. Wenn ich das von Hand zeichnen würde, wäre das wesentlich kleiner. Aber das ist eben der Tatsache geschuldet, dass es hier aus einem Bitmap importiert wird. Wir können dann an dieser Stelle hier unseren Bauteilumwandler wieder schließen. Wir gehen mal in den Symboleditor, wählen unsere Tutorial-Bibliothek aus und sagen jetzt hier oben Symbol importieren. Wir nehmen das hier vom Schreibtisch. Ich mache hier einen Doppelklick drauf und dann habe ich jetzt mein Symbol hier drin. Aber an dieser Stelle gleich der Hinweis, das ist jetzt hier noch lange nicht fertig. Ich muss also jetzt hier den Referenzwert anwählen, dann die Beschreibung, also das wäre dann hier also Unit oder und dann hier den Wert müsste ich dann angeben. Ich schreibe da mal einfach was rein. Das müsste dann alles hier unten die Felder befüllen, die Schlüsselwörter befüllen. Ich müsste den Positionsversatz der PIN-Namen noch anpassen. Sage ich jetzt mal okay. Und ich muss natürlich auch an sich selbst natürlich jetzt hier noch die Pins hinzufügen. Also die brauche ich auch noch. Ja, machen wir hier Test 1.1. So, die müsste ich natürlich jetzt auch noch hier sauber positionieren, bevor ich also diese Grafik hier dann als Symbol benutzen könnte. Da ist also noch viel Feinschliff nötig. Aber wenn ich das alles richtig mache, habe ich dann natürlich am Ende eine ein Symbol schnell hier importiert und kann mir daraus also einen Optokoppler erzeugen, den ich dann auch im Schaltplan benutzen kann. Kurzer Nachtrag noch, ich zeige es noch hier im Schaltplan. Mit der Taste A können wir hier reingehen, geben hier mal die Bezeichnung Opto ein, so wie ich das ja hier im Tutorial schon angelegt hatte. Mache hier einen Doppelklick drauf, dann habe ich den hier am Cursor hängen und wenn ich jetzt hier mit Escape abbreche, dann haben wir jetzt hier das Symbol schon importiert und da ist es drin. Natürlich jetzt noch unfertig, weil ich hatte ja hier keinen Feinschliff betrieben. Tschüss!